Hallo ihr Lieben, wir stehen hier vor einer gruseligen Höhle. Ja, es steht die Vulkaninsel dran, aber bei Vulkan stelle ich mir eher so orange, rot, gelbe Töne vor, aber hier ist so grün. Fast als ob es in eine Gruselbahn geht. Wir gehen mal hinein. Übrigens, hier gibt es noch einen Tisch mit Deko. Ich habe ein bisschen hier außenrum noch frei gemacht, weil ich auf der Suche nach einer weiteren Kiste war, aus der eventuell noch eine Münze hüpft. Habe sie bis jetzt aber noch nicht gefunden. Irgendwo muss noch eine versteckt sein, denn hier oben ist jetzt der eine Altar ist jetzt hier erschöpft. Das sieht man. Aber hier könnte man noch eine einwerfen. Von dem her gehe ich davon aus, dass es noch irgendwo eine Kiste geben muss, die ich nicht gefunden habe. Da müssen wir uns auch noch bei Gelegenheit auf die Suche begeben. Aber nachdem ich jetzt schon ein Weilchen gesucht habe, habe ich gesagt, nein, jetzt lasse ich es mal. Jetzt möchte ich gerne hier reinschauen und gucken, was da drin ist. Die Kiste, die finden wir eh noch. Also, auf wie geht's? Hinein. Denn wir sollen zur Vulkaninsel reisen. Uha. Ja, hier ist alles gelb-orange. Nun, worauf wartet ihr? Gehen wir. Der Durchgang ist ganz in der Nähe. Hä, wir sind doch jetzt schon da. Noch ein Durchgang? Hier, das sieht schon farblich eher so aus, wie ich es mir vorstellen würde. Aber, hier ist überall Lava. Nun, ihr habt es geschafft, mich aus der Welt der Toten zu holen. Dann werdet ihr das wohl doch schaffen. Sollte es das heißen? Das sieht ja süß aus. Guckt mal. Das Lager. So ein winziges Zeltchen. Ich glaube, ihr könnt auch einen Weg finden, die Lava zu überqueren. Und beeilt euch, wir müssen den Weg zum Durchgang sichtbar machen. Und der Weg muss bunt sein, damit die Geister ihn sehen können. So bunt wie du. Okay, ah, das sieht ja richtig cool aus hier. Das erinnert mich an Waldfels, hieß es Waldfels? Ich glaube, das ist die Map von Waldfels. Die ist auch gar nicht so riesig. Ah, sehr schön, das freut mich. Haben wir da vielleicht gar nicht mehr so viel oder gibt es noch... Ah ja, nein, ja genau, die Vulkan, der Vulkan. Haben sie einfach die Map genommen. Ist natürlich auch legitim, was haben wir da? Ein Herd im Freien. Hier kannst du Calaveras und Energiesnacks zubereiten. Ah, eine Calavera. Dafür brauchen wir aber rosafarbenen Lehm. Das hatten wir auch schon mal, rosafarbenen Lehm. Da sollten wir doch den Leuchtturm aufbauen mit, ne? Gruselbonbons, 100 Energie mit Heidelbeeren. Aber 100 Energie, 2 Stück. 60 Heidelbeeren? Mal gucken. Erdbeeren haben wir ohne Ende. Das ist kein Problem. Und Roggen. Und Bohnen. Ja, Heidelbeeren. Das muss ich mir mal ausrechnen. Es wird sich schon rechnen, aber Aha, Lava. Baue eine Brücke, um weiterzugehen. Was brauchen wir für die Brücke? Dinge von zu Hause? Vielleicht auch mehr als eine Brücke? Und dann haben wir hier ganz eigenartige Pflanzen, die man sonst gar nicht so sieht und kennt, ne? Interessant. Was haben wir denn hier auf der Seite? 0 von 6. Wir müssen wieder Hündchen finden, aber diesmal welche, wo auch so angemalt sind. Untersuche alle Tierfiguren. Diesmal auch Katzen dabei, nicht nur Hunde. Und dann haben wir natürlich wieder Prozente. Bei 20% das übliche Snacks und Ressourcen hier auch. Ein bisschen exquisiter wahrscheinlich. Bei 70% gibt es so ein Monument, wo diese Statuen, also diese Tiere drauf sind. Und bei 100% eine, oha, so eine Figur. Und ich meine, das ist ein Roulette. Müsste man sich überlegen, weil dieses Gebiet ist jetzt nicht so riesig, ob man das tatsächlich abräumt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt. Okay, dann werde ich mal nach Hause fahren und die Sachen holen, damit wir hier bauen können. Und dann gucken wir mal, wo uns diese Lava, dieses Lavagebiet hinführt. Da sind wir wieder. Und jetzt wird gebaut.
Eine Brücke. Geh mal davon aus, dass wir vielleicht mehr Brücken sammeln müssen. Die Lava war glühend heiß, doch unser Gewissen und Susannas wachsames Auge erlaubten uns nicht umzukehren. Eine sehr behelfsmäßige Brücke. Ich kann nicht weitergehen. Ja, es wird tatsächlich blockiert. Um das Portal der Welt der Toten zu sehen, musst du zeigen, dass du Teil dieser Welt bist. Bin aber nicht tot. Nun, da ich das alles angefangen habe, bin ich bereit, den Weg bis zum Ende zu gehen. Oh, das ist aber tapfer. Auch wenn er sehr betrübt guckt. Oh, wie selbstlos. Es sind keine Opfer erforderlich. Wir sind alle Teil dieser Welt. Jetzt kannst du einfach die leeren Sockel mit Calaveras dekorieren, um die Geister zu würdigen. Und dann legen wir mit bunten Ringelblumen einen Weg zum Portal. Ah, das schaffen wir im Nu. Das heißt, so leicht kommen wir gar nicht hier rüber, denn wir müssen jetzt doch erst diesen rosanen Ton finden. Die anderen Sachen habe ich jetzt alle gebracht. Hier können wir nämlich eintauschen. So, die Himbeeren habe ich mal, die Heidelbeeren habe ich erstmal noch gelassen. Aber hier brauchen wir ja jetzt rosafarbenen Lehm. Oh ja, den Draht hätte ich eigentlich auch mitbringen können, aber das können wir schon noch machen. Wir müssen aber erstmal den Lehm finden, weil hier kommen wir überhaupt nicht vorbei, wenn wir nicht so ein Ding ins Kirchens haben. Also eine Calavera. 4 Stück werden wir brauchen. Das heißt, wir brauchen dann auch hier noch ein paar mehr, dass wir 20 haben. Und dann natürlich den Lehm, den wir wahrscheinlich eher hier finden und gar nicht auf der anderen Seite. Ja gut, dann werde ich hier erstmal ein bisschen buddeln. Ich sehe hier auch, oder ist er da drin? Nö, das sind einfach nur Steine. Okay, und das sind Büsche. Ja gut, dann suchen wir mal Lehm. Also so sehr nach Lehm sieht es hier nicht aus, finde ich. Ich habe 2 Kätzchen gefunden. Haben die Lehm bei sich? Ich glaube nicht. Es sei denn, sie bestehen aus rosa Lehm. Sammelzeug. Und ein bisschen was zu futtern. Also 2 Kätzchen haben wir gefunden. Die sind übrigens sehr hübsch, finde ich. Aber hier gibt es für uns kein Lehm. Wie sieht es denn hier hinten aus? Gibt es da ein Abbaugebiet? Es gibt hier auch keinen Übergang, ne? Also ich habe ja gedacht, vielleicht finden wir nochmal so einen Übergang. Aber hier kann man nichts bauen, hier kommt man nicht durch. Dann müssen wir mal hier oben noch gucken, weil sonst wüsste ich gar nicht, wie kommen wir denn da dran? Gibt es hier noch eine andere Produktionsmöglichkeit? Mal gucken im Lager, was gibt es denn da? Nö, da ist nichts. Ja gut, jetzt gucken wir mal noch hier oben. Vulkanerbsen, die sind ja auch süß. Und gelbe Büsche. Und Steine. Also aus denen hier kommt nichts. Ich weiß nicht. Ah, wir können ja mal gucken auf den Tooltip. Was sagt denn der Tooltip? Kann in Kisten mit rosafarbenen Lehm gefunden werden. In Kisten sogar. Jetzt habe ich gedacht, das kann man vielleicht irgendwo abbauen, aber Kisten haben wir schon gar keine hier gefunden. Es sei denn hier dahinter. Das wäre ja fies. Also es ist sehr knackig hier. Liebe Low-Level-Klondiker, ich glaube, ihr müsst euch hier erst gar nicht versuchen. Es ist hier halt alles, das Mindeste ist 45. Und dann gibt es ganz, ganz viele, dann gibt es hier so 50er und das hier ganz viele 65er. Von den Sachen hier gar nicht zu schweigen, wenn man hier tatsächlich 100% schaffen will. Aber ich glaube, selbst wenn man nur die Quest macht, ist das richtig knackig hier. Ja gut, dann gucken wir jetzt noch hier hinter den Büschen. Nein, das ist Kerosin. Könnten wir auch mal gucken gerade, ob sich noch irgendwas versteckt. Kerosin natürlich wieder. Also ich vermute mal, dass es hier hinten noch irgendwie ein Kistendepot gibt. Da schauen wir mal gerade. Und dann, ja, irgendwo müssen sie ja versteckt sein. Dann geht's hoffentlich hier drüber. Und dann müssen wir hier hinten noch Kisten finden. Ich schätze mal, dass wir nur Kisten finden für den ersten Sockel.
Wir haben Kisten gefunden. Ich habe mich sehr gefreut. Sogar 4 Stück. Und auch noch einen weiteren Glasbaum da hinten. Ich mach mal den großen ab. Damit wir da gleich hinkommen. Da haben wir noch ein Glasbäumchen stehen. Also gibt's auch hier unten welche. Und dann holen wir uns die Kisten. Da brauchen wir 40 pro Kiste. 40, dann machen wir die alle mal. Und nacheinander. Ja, da kommt ordentlich was raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Kisten sind, die es überhaupt auf der Map gibt. Das werden wir dann sehen. Ja, aber damit lässt sich doch was anfangen. Und eine noch. Mal gucken, ob wir jetzt schon alle herstellen können. 4 Stück? Ja, 1, 2, 3, 4. Damit haben wir nämlich schon alle. Und auch beim Baumfonds hat sich irgendwas ergeben. Bei den wöchentlichen wahrscheinlich. Fertiger auf der Vulkaninsel 3. Calaveras an. Wir haben sogar 4 hergestellt. Dorthin kommst du über Geistervanien. Okay, dann haben wir das nämlich schon. Sehr schön. Und ein Hündchen haben wir auch gefunden. Oh, eine Belohnung können wir auch abholen. Die holen wir mal schnell, damit wir nicht dauernd da oben was blinken haben. Tische. Oh, ich brauche Tische halt überhaupt nicht. Damit wir nicht ständig hier was blinken haben, holen wir mal wieder Bäume ab. Und Rückenlehnen, eine Bohrinsel und nochmal einen Sitz. So, und das war's. Also wir sind jetzt schon fast durch. Viel fehlt nicht mehr. Aber irgendwie geht das auch immer von selbst, wenn man fleißig arbeitet. Okay, dann müssten wir ja jetzt hier über die erste Hürde, über diesen, was ist das, ein Altar? Ein Sockel. Schon kommen. Wir legen mal diese bunte Calavera drauf. Wir brauchen wieder Energie. Wieso brauchen wir Energie? Eine wahrscheinlich gerade. Eine Energie, weil wir gerade so ausgepowert sind. Okay, einmal Energie, bitteschön. Tatsächlich, die eine Energie, um das hinzulegen. Okay, oh, da ist sogar ein Totenkopf drauf. Und jetzt müssen wir uns weiter durcharbeiten, ne? Platziere die Calaveras, alle 4. Wir müssen alle Sockel finden. Und jeweils einen bunten Kopf auf positionieren. Da ist schon der nächste und wir kommen halt überhaupt nicht durch, wenn man es nicht positioniert, ne? Das ist halt komplett dicht. Ja, dann machen wir mal, wir brauchen wieder eine Energie. Sonst geht da nichts. Das sind Steine, oder? Einfach nur Steine. 80er, ne? Die sehen gar nicht so riesig aus. 80er. Viel Spaß, wenn man hier halt komplett alles wegräumen möchte. Wir haben den nächsten gefunden. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir sogar wieder ein Brückchen bauen müssen, ha? Sonst kommen wir hier nicht über die Lava. Und ein Kätzchen ist da hinten versteckt. Ein süßes kleines Kätzchen. Hier noch 2. Aber da es hier eh nicht so riesig ist, dürften es ja auch nicht mehr allzu viele sein. Oh, sogar noch eine dritte. Ist das die dritte oder ist das schon die vierte? 1, 2, 3. Sehen wir gleich. Ah, es war schon die vierte. Es war schön, eine neue Kultur einzutauchen, in eine neue Kultur einzutauchen. Selbst unter so seltsamen Umständen. Die Calaveras wurden wunderschön. Ja, nun... Lege die Ringelblumen auf der Vulkaninsel auf die Wege zum Portal. Wir haben noch keine Wege und keine Blumen.
Hier kommt man nicht rüber. Da sehe ich jetzt auch nichts. Mal gucken. Ich denke mal, wir müssen eher diese Richtung. Das breitet sich aber wunderbar vor uns aus. Das ist der Weg. Und den müssen wir jetzt schmücken. Und hier geht's ins Jenseits. Oh, ja, Weg zum Portal. Platziere Ringelblumen, um zu den Geistern zu gelangen. Okay, die Ringelblumen sind hier. Und wir haben hier noch ein Glasbäumchen übrigens. Da lugt ein Hund heraus. Ringelblumen. Ah ja, hier liegen sie schon und da eben noch nicht. Okay, da müssen wir noch einige finden. Da oben sind noch mal welche. Da kommen wir dann vielleicht auch an das Hündchen ran und ein Glasbäumchen. Ja, guckt mal, da kommen wir an das Hündchen. Wird noch einer. Holen wir mal die Glasbäumchen auch gleich. Da ist einer. Und da ist einer. Auch noch mit nach Hause bringen, das Glas. So, jetzt können wir doch den ersten Weg schon mal richten. Na ja. Da, und dann brauchen wir quasi noch 4, 8, 12. Ja gut, dann gucken wir mal, wo die Blümchen noch versteckt sind. Da lugen auch schon wieder welche durch. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich glaube, wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Wir haben hier ein Hündchen. Das letzte Hündchen, das hier noch fehlt. Offenbar spielten nicht alle Geister, die in unsere Welt gekommen waren, uns böse Streiche. Einige von ihnen hinterließen uns wunderschöne Figuren als Geschenk. Und wir bekommen 3 Smaragde dafür. Dann haben wir hier hinten noch einen kleinen Glasbaum. So, einen Glasbaum. Und hier, das müsste eigentlich jetzt reichen, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sträuße. Wir brauchen für einen Weg immer 2. Dann holen wir uns die doch mal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Damit müssen wir eigentlich alle haben. Und können hier den Weg schön dekorieren. 1, 2 und 3. Offenbar interessierten die verstreuten Blütenblätter die furchterregenden Banditen nicht. Doch Susanna war sich sicher, dass die Blumen die Geister anlocken würden. Was? Offenbar interessierten die verstreuten Blütenblätter die furchterregenden Banditen nicht? Das ist ein merkwürdiger Satz, oder? Der ist nicht so ganz korrekt. In Bezug auf die Bezüglichkeit. So, wir sind da. Ich spüre schon, wie die Toten zum Portal strömen. Ich möchte ihnen lieber nicht über den Weg laufen. Sie sind harmlos. Es ist nur so, dass ihre Witze manchmal einfach nicht lustig sind. Sie wollten unseren Freund fressen. Sie sind Geister. Sie müssen gar nichts essen. Sie hätten ihn gehen lassen. Ja, aber vielleicht hätten sie ihn ja trotzdem in dem Topf versenkt, ohne ihn zu essen. Sie gerade hier sind lauter so Knochen, über denen etwas schwebt. Müssen wir die jetzt noch erwecken irgendwie? Mal gucken. Ich habe ich dir doch gesagt. Wir müssen nur noch die Kerzen anzünden. Ach, das sind jetzt die Kerzen. Dann können wir uns verabschieden. Was sind die Kerzen? Stelle die Kerzen auf der Vulkaninsel zur Katrina-Statue und zünde sie an. Die übrigens sehr cool aussieht, finde ich.
Stelle die Kerzen richtig auf und zünde sie an, um das Portal in die Welt der Toten zu öffnen. Richtig aufgestellt, 0 von 5. Okay, also wenn ich die jetzt anklicke, wir müssen sie einfach nur bewegen. Ich dachte, wir müssen sie vielleicht erst hinstellen, weil sie so durcheinander liegen hier. Okay, aber eine Reihenfolge gibt es da nicht, oder? Das werden wir gleich sehen. Da. Da hinten. Da wir schon so schön abgedeckt haben, haben wir schon alle. So, und jetzt müssen wir sie doch bestimmt noch hinstellen, oder? Nee, richtig aufgestellt. Streichhölzer brauchen wir noch. 10 Stück für jede Kerze. 2? Naja, okay, es sind mehrere Kerzen. Wir wollen uns ja nicht die Finger verbrennen. Das heißt, wir müssen schnell nach Hause sausen und dort Streichhölzer holen. Mal gucken, ob wir so viele vorrätig haben. Streichhölzer. 1. Da brauchen wir noch ein paar. 9 Stück. Streichhölzer. Da brauchen wir dann wieder jede Menge Gänseeierkörbe. Oh nein! Schaut euch das mal an. Ich habe keine Wolle mehr. Warum das denn? Was habe ich denn hergestellt? Seile ohne Ende. Das heißt, es geht jetzt erstmal gar nicht weiter, weil wir erstmal... Oh, doch! Vielleicht können wir in der Sammlung eintauschen. Das wäre super. Wir gucken mal in die Sammlung. Da kann man nämlich auch Wolle eintauschen und dann haben wir wieder ganz viel. Hab schon länger nicht mehr eingetauscht. Ja, guckt mal hier. Mal hier. Wollte eigentlich 250. So. Dann müsste das auch klappen mit der Wolle. So, wir brauchen Gänseeierkörbe. Ja, reicht nicht ganz, da brauchen wir noch 2. Und dann müssen wir eigentlich 9 rauskriegen. Ja, genau. Und 10 brauchten wir, ne? 10 mal Streichhölzer. Und? Mal nachprüfen, ob es auch stimmt, nicht, dass wir nochmal fahren müssen. Müssen wir mal wieder hin. Mal wieder hin. So, können wir hier gleich ausleeren. Das Lager gilt ja auch drüben. Dann machen wir mal alles hübsch hier. Okay, da. Ach nein, wir müssen ja bei ihr die einlösen. Wir machen. Die Welt der Toten war offen. Und der Weg dorthin wurde von bunten Ringelblumen gesäumt. Jetzt mussten wir nur noch warten, dass alle unsere Gäste den Weg entlang gingen. Wir bekommen eine Kurbel. Für unseren Roulette-Manager. Aha, da laufen sie, die 3 Ganoven. Und tschüss und bleibt bitte dort. Wäre mir ganz lieb. Obwohl ihr das alles ins Rollen gebracht habt, danke ich euch trotzdem für eure Hilfe. Wir haben es wieder gut gemacht. Und wir danken dir für dein Verständnis, Senorita Susanna. Und weg ist sie. Und Victor, hat dir deine Show gefallen? Es ging. Vielleicht sind Illusionen doch nicht so verkehrt. Ja, die kann man dann wenigstens managen oder wieder verschwinden lassen. Wir sind wenigstens sicher. Das stimmt. Komm, gehen wir Bartolomeo von deiner philosophischen Erkenntnis erzählen. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Quest ist beendet. Mir blinkt noch die Belohnung. Denn wir haben hier hinten alle Blumen gesammelt. So, und jetzt ist ja wirklich nicht mehr viel, ne? Schaut mal. Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben halt noch 2 Wochen Zeit. Da werden wir wieder schön Bonus einsammeln können. Okay, da können wir nichts machen. Da auch nicht. Das ist einfach nur hübsch anzusehen. Wir haben hier alles eingesammelt. Es gibt hier auch kein Roulette oder sowas. Dieser Seite, aber wir haben ja drüben genügend. Das heißt, was war das noch, wo ich gesagt habe, ich werde hier erst gucken? Wahrscheinlich die Glasbäumchen. Dann gucken wir mal nach Hause und schauen, was wir bekommen haben.
Und dann sehen wir ja, ob noch was fehlt, ob wir auf der ersten Insel noch irgendwas suchen müssen. Also, oh nein, wir haben das Glas ja gar nicht mitgenommen. Haha, das ist wieder so richtig typisch ich. So ganz kopflos, oh nein, ich muss gucken. Und dann, ja, die Hälfte haben wir überhaupt nicht mitgenommen. Das ist einmal eine Belohnung für das Bereinigen. Das können wir gleich aufmachen. Das ist eben nur so Standardgefussel. Oh, Wind, Kohle, Gras. Mal gucken, ob was Besonderes dabei ist. Futter. Okay, nö, nicht so sowas Besonderes. Hier haben wir ja schon fertig. Ja, dann müssen wir doch unsere Sachen noch holen. Da sehe ich gerade, das haben wir bekommen. Moment. Das war gerade beim Baufonds dabei. Ein schönes Roulette vom Baufonds. Den können wir uns auch noch anschauen. Süß. Hier, der ist süß. Was haben wir denn da alles? Oh, das ist, glaube ich, eher so das Übliche, was man halt im Roulette so bekommt. Und wir kommen gleich ein bisschen Kuchen. Okay, alles klar. Ja, die ist eigentlich ganz süß. Wobei ich finde so Sachen, die sich so ständig bewegen, auf Dauer immer ein bisschen nervig. Also, die hier, das ist okay, weil das ist so ein kontinuierlicher Ablauf. Aber das ist immer so, das ist hopp, hopp. Aber das ist Geschmackssache. Okay, wir gehen mal ganz schnell noch Splitter suchen. Holen. Sonst geht da gar nichts, nachdem wir doch so schön viele eingesammelt haben. Wo sind sie denn? Splitter hier. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit denen kommen. Ich nehme noch ein bisschen mehr Zeug mit. Die anderen Sachen lasse ich mal noch, weil... Ich glaube, ich möchte eigentlich schon da drüben mal gucken, ob ich das schaffe abzuräumen. Dass ich da die 100% kriege. Ich hätte schon gern dieses Roulette. So, okay, wir sausen mal wieder nach Hause. Nicht erst mal. Laden ab. So, und jetzt mal gucken, wie viele Bäumchen uns noch fehlen. 140. Ich glaube, das wird nicht so ganz reichen. Wie viel hatten wir denn da noch? Sieht man das? Hier 245? 140? Nee. Das sollte eigentlich nicht reichen. Wir machen mal... wie viel machen wir denn? Ich glaube, wir können alle reinpacken. Wir gucken uns erstmal hier noch. Oh, warte mal, was fehlt hier jetzt noch? Ja, wir haben jetzt noch 40. Damit wären wir bei 185. Das heißt, es fehlt uns eigentlich noch genau ein Bäumchen. Ein Bäumchen fehlt uns. Nachdem werden wir gleich mal gucken. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Jetzt sieht es so aus, wie es drüben aussah, als ich dachte, es wäre vielleicht etwas Besonderes. Okay, dann packen wir hier noch den Rest rein, den wir haben. Und dann fehlt halt tatsächlich nur noch hier 20, 30, 35. Ein Bäumchen müssen wir noch suchen. Das mache ich jetzt gerade mal, damit wir das dann auch noch komplettieren können. Und das hier wahrscheinlich dann genauso hübsch blitzelt wie drüben, wo es schon fertig aufgebaut ist. Ich habe mich auf die Suche begeben und noch einige Dinge gefunden bzw. erfahren. Und zwar möchte ich hier anfangen bei diesem wundersamen Baum, der mir eh schon so gefallen hat. Wenn man den wegmacht, so habe ich gelesen, dann flupp, oh, eine Kiste. Gibt es ein geheimes Roulette? Hätten wir das nur schon früher entdeckt. Aber wie gesagt, ich mag mich ja immer nicht spoilern lassen. Deswegen muss ich das jetzt so hinnehmen. Dass wir alle 20 Stunden drehen können. Also jetzt nicht mehr ganz so oft. Aber hier gibt es eben noch diese Roulette-Kiste. Dann habe ich ganz da hinten hinter einem Wagen voller Ton den letzten Baum entdeckt. Unser letztes Glasbäumchen, was wir brauchen.
Auch das hätten wir hier wegsprengen können, haben wir aber nicht gemacht. Ich packe das Glas gleich mal ein, sonst vergesse ich es nachher wieder vor lauter Überschwang. Mal nach Hause fahren. Und die letzte Kiste mit der Münze ist hier. Hier unten. Sehr gemein, weil man muss dann hier nochmal einen größeren Stein wegmachen, damit man überhaupt drankommt. Und dann kann man da oben mal noch eine Münze einwerfen, die natürlich jetzt wieder, ich glaube 3 Stunden waren es. Ja, 3 Stunden brauchen, bis wir sie holen dürfen. Ich nehme mal an, das war die letzte Kiste. Sonst müssen wir dann nochmal buddeln und suchen. Und jetzt flitzen wir natürlich noch nach Hause und schauen mal. Müssten wir eigentlich alles komplett haben, ne? Und schauen mal, wie unser Monument aussieht. Natürlich, wir wissen schon, wie es aussehen wird, weil wir eine Vorlage hier auf der Event-Location haben. Aber zu Hause wollen wir das natürlich auch sehen, wenn es komplett ist. Dann packen wir die hier mal rein. Machen wir alle rein. Und flupp! Du hast alle Regenbogenscherben gesammelt. Klicke zum Verwandeln in einen großartigen Preis. Schick. Und so ein Dingens bekommen wir dann natürlich auch. Dann raus, wenn wir jetzt verwandeln. Geht noch nicht. Geht leider noch nicht. Wir müssen noch 2,5 Tage warten. Vorher geht da gar nichts. Ach, an alle Heiligen. Ja. Müsste das sein? Morgen 1 Tag, 2 Tage? Nein. Bis Mittwochabend. Dann können wir es aufmachen, glaube ich. Ich bin da immer nicht so gut mit den solchen Sachen. Und wenn es dann auch noch um Stunden geht, oh wei, oh wei. Ja, war eigentlich ein sehr schönes Event, hat mir gut gefallen. Sehr energieintensiv wieder. Aber trotzdem sehr schön. Hat mir ein bisschen besser gefallen als das andere mit den Pyramiden und Pharaonen. Muss ich sagen. Ich fand es stimmiger, irgendwie so Halloweeniger, ne? Aber das ist ja auch Sinn der Sache, dass dann das Event vor Halloween noch so richtig mit Geistern und auch dann in der Welt der Toten, das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Ja, dann mal soweit. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.